Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk, Radio freie Themennacht, offene Telefon-Talkshow heute wieder mal. Und das heißt, ihr könnt gerne bei mir anrufen, wenn ihr euch unterhalten wollt mit mir, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Liane. Liane, 22 Jahre alt. Ach, Liane hat vor Schreck aufgelegt. Dann begrüße ich ganz herzlich als Ersten heute Nacht, hoffentlich hat er nicht auch aufgelegt, Wolfgang, 47 Jahre, hallo. Hallo, Domian, ich grüße dich. Das ist schön, dass du da bist. Ich grüße dich auch, Wolfgang. Was ist dein Thema? Ich habe mich gerade wunderschön mit deinen Kollegen unterhalten. Ist das wahr? Also sind unheimlich nett. Ja, sind sie, wirklich. Deine Sendung ist auch toll. Dankeschön. Jetzt zu deinem Thema. Ja, also ich habe angerufen, ich bin 47 Jahre alt. Ja. Und ich habe noch nie eine Frau gehabt. Mhm. Bis jetzt, also nur so kurze Beziehungen. Achso, es gab aber schon mal einen, du hast schon mal eine Frau angefasst. Sagen wir ja, es gleich. Sagen wir mal so, ja. Sagen wir so, du hast auch schon mal mit einer Frau geschlafen. Nein. Nein, das noch nicht. Das noch nicht. Wie weit bist du schon gegangen mit einer Frau? Ja, wie war also halt mit, ich kann mal sagen, ich habe sie so weit geküsst, umarmt. Mhm. Und das war es aber dann auch schon. Also weiter als knutschen ist noch nichts passiert. Richtig, ja, so, mhm. Ja, kann man sagen, mhm. Ja. Mit 47 Jahren ist schon dann doch ungewöhnlich. Ja. Ja. Warst du denn schon mal verliebt, verknallt in eine Frau? Doch, kann man sagen, einmal, ja. Einmal erst. Aber und das einmal richtig. Ist ja auch wenig, ne, in dem so, Alter. Ja, so mit 20 Jahre. Da warst du 20. War ich da. Und ja. Zwar, das wäre auch gut gegangen, mhm. Wenn ich die Mutter dazwischen gefunkt hätte. Ach so. Wie lange ging die ganze Geschichte hin und her, bis es dann hin klar... Hin und her, so 2 Monate. Ja. Und danach ist dann, das ist ja dann schon über, es ist ja 27 Jahre her, danach ist nichts Großartiges mehr passiert in Sachen Liebe und verknallt sein. Mhm. Hm. Also ich unternehme schon was. Ich gehe also auf Konzerte, so klassische Musik, mhm. Oder gehe auch wandern. Ja, ich glaube, im Wald trifft man nicht so schnell die Mädels. Nein, oder? Nein, also so ein Wanderverein. Ach so, da sind auch Frauen drin. Sind auch Frauen drin. Aber die sind wahrscheinlich alle schon unter Dach und Fach, ne? Alle? Ja, die meisten, ja. Ja. Und im klassischen Konzert ist es, glaube ich, auch schwierig, jemanden anzubaggern, oder? Ja, oder eben Pausen, naja, aber man ist halt so nicht das Richtige, ne? Ja. Da hast du halt dann natürlich recht, Mann. Wie erklärst du dir, dass du so für dich selbst, ich meine, du machst dir bestimmt da viele Gedanken auch über dich selbst, 47 Jahre, noch nie eine Frau letztendlich gehabt, im Sinne von eine enge Beziehung gehabt, noch nie mit ihr geschlafen, mit einer Frau, wie erklärst du dir das selbst? Ja, wie erkläre ich mir das selber? Ich sage immer dann die Schicksale. Ich habe auch schon unheimlich viele Annoncen aufgegeben, ja, mhm, in der Zeitung. Ich habe mich auch mit vielen schon getroffen, mhm, aber... Nichts geklappt. Ich hatte beideseitig. Das heißt, du bist ein sehr aktiver Mann. Ja, doch. Du sitzt da nicht in der Ecke und, mhm, und wartest, dass irgendetwas passiert. Du nimmst es selbst in die Hand und trotzdem passiert nichts. Richtig. Hm. Annoncen aufgegeben. Im Wanderverein. Im klassischen Konzert. Ja. Du sprichst Frauen auch an, wenn sie dir gefallen, wo auch immer. Machst du das? Ja, also nur dann auch nicht immer, ne? Mhm. Man kann ja nicht so ohne weiteres. Nee, natürlich nicht, aber... Wenn es dann vielleicht sich ergibt und gut, ja, passt. Dann, ne? Natürlich, ja, natürlich, wenn es also, würde. Kurz gesagt, du bist nicht schüchtern. Nein. Ne? Ja. Ja, also ja, also so halb. Mhm. Hast du denn nicht irgendwann mit, ich meine, du bist jetzt schon 47, muss man ja sagen, so den Mega-Flash mal bekommen innerlich, dass du sagtest, verdammt nochmal, ich will jetzt endlich mal wissen, wie es ist, mit einer Frau zu schlafen. Ich bin da ganz scharf. Ach, doch, drauf. Das hatte ich auch schon mal. Das ist auch schon Jahre her, ne? Mhm. Das schon. Ja. Und gab es auch schon mal den Gedanken, dass du dir überlegt hast, naja, wenn das so nicht klappt, dann gehe ich halt mal zu einer Prostituierten. Hast du darüber nachgedacht? Ja, also ich habe immer gedacht, das wäre so nicht so das Richtige, ne? Ich meine, ich frage dich ja nur. Es hätte ja sein können, dass solche Gedanken da in einem so hin und her... Ja, Gedanken,
Gedanken waren schon mal da. Mhm. Aber ich hab's noch halt noch nie gemacht. Du hast aber einen ganz normal ausgeprägten sexuellen Trieb und eine Sehnsucht, eine Leidenschaft, das hast du? Ja. Ja. Aber was denkst du, wenn du noch nie sexuelle Erfahrung gemacht hast, was denkst du, wenn du onanierst? Ach, was denkst du? Naja, wie soll ich das sagen? Auch halt über Frauen halt. Ja, das ist klar. Mhm. Ja, und holst du dir denn Pornofilme zum Beispiel? Sowas? Doch, die hab ich auch. Die hast du auch, ja klar. Da kannst du dir natürlich auch deine Fantasien daraus dann machen. Mensch, Wolfgang, wie geht's weiter? Was machen wir mit dir? Ich bin auch sehr zufrieden mit meinem Leben soweit. Was machst du vom Beruf? Ich bin in einer Lackiererei beschäftigt. Ja, also hast du einen richtig normalen Job und dein Einkommen und deine Arbeit. Ja, hab ich schon. Ja. Hm. Und ich, Domian, ich hab gehört, ihr macht auch schon mal Ausnahmen, ihr vermittelt schon mal. ja, ab und zu. Du wirst dich natürlich die aufmerksame Zuhörerin fragen, wirklich, die dich jetzt so ein bisschen mitbekommen hat und die sich eine Meinung über dich gebildet hat. Was ist denn mit dem los? Da liegt doch irgendetwas im Argen, dass das noch nie geklappt hat. Ne? Wird die Frau sicher fragen. Wie siehst du beispielsweise äußerlich aus? Beschreib dich doch mal. Also ich habe dunkles, volles Haar, grünbraune Augen. Mhm. Größe? Größe 1,75. Gewicht? 75. Ist auch okay, alles, und ne? Nichtraucher, auch gut. Brillenträger? Ja. Brillenträger, ja. Mhm. Bartträger? Bart, also Oberlippenbart. Oberlippenbart, ja. Also auch durchschnittlich okay aussehen, ne? Doch, würde ich alles für mich mal behaupten. Kann man sagen. Mhm. Ja. Wann war denn dein letzter Flop, wo du es versucht hast und es dann doch nicht geklappt hat? Oh, wei. Nee, das kann ich, das ist schon zu lange her. Ist schon zu lange her? Ja. Das heißt also, so aktiv bist du gar nicht mehr im Moment? Doch, ich schreib ja immer noch, ja. Aber da kommt da nichts bei rum, auch keine... Da kommt da nichts bei rum, ne? Also wann war der letzte Flop? Wann hast du mit einer Frau zusammengesessen, hast ein bisschen was gemacht und es hat dann doch nicht geklappt? Ach so, das war vor einem Monat. Ach so. Beim Kaffee, ja, so. Ach so. So im Gespräch, ja. Dann haben wir uns gerade missverstanden. Mhm. Ja? Ja, Wolfgang. Ich weiß nicht, was... Hallo? Ja, das war hier, mein Mikrofon ist ausgegangen. Ich weiß nicht, was wir machen können. Vielleicht meldet sich ja die eine oder andere Frau. In welcher Gegend wohnst du denn? Ich wohne in der Gegend, also zwischen Neuwied und Altenkirchen. Altenkirchen, das liegt in Nordrhein-Westfalen? Das liegt in Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz, ich glaube, wir haben hier auch in Altenkirchen. Also Altenkirchen in Rheinland-Pfalz. Ja, stimmt, ja. Ich hab ja lange in Neuss gewohnt. Siehst du, dann weißt du das ja. Ja. Also, wenn sich da eine Frau interessieren würde für dich, geben wir gerne die Telefonnummer weiter. Das heißt, ihr würdet mich dann anrufen, netterweise? Ganz genau, so machen wir das dann, ja. Und dann kannst du entscheiden, wen du zurückrufst. Also, da möchte ich leiden, dass viele nette Damen zugehört haben. Ja. Ja, jetzt müssen wir doch auch noch sagen, wie du dir eine Frau wünschst. Soll sie dick sein, soll sie dünn sein, soll sie alt sein, soll sie jung sein, soll sie blond sein oder vielleicht also, rot. Also, sie kann etwas jünger, sie kann etwas älter sein. Ja. Und so. Und ja, ich habe schon gerade lange Haare. Lange Haare sollten es auch sein? Muss nicht unbedingt sein. Ja. Aber was sein müsste, also was ich gerade hätte, das wäre nicht, dass ich nicht rauchen würde. Das ist wichtig für dich? Das ist doch schon wichtig. Ja, kann ich verstehen. Mhm. Sonst lange, kurz, naja, nur. Ja. Könnte sie auch Kinder haben? Wäre das ein Handicap? Ja, also ein Kind. Ein Kind wäre auch noch okay. Ja, auch schon okay. Also bist du da ein bisschen großzügig, ne? Also man darf das ja auch nicht zu sehr eingrenzen. Nein. Das Ganze. Ja, vielleicht. Dieses ist jetzt mal wieder eine berühmte Ausnahme, die wir machen. Wenn sich eine Frau meldet, die sich angesprochen fühlt, die dich sympathisch findet, geben wir es gerne weiter. Also Domian, das finde ich ganz klasse von dir. Ja, wobei ich nicht weiß, ob was rumkommt, ne? Aber ja, nee, in Gottes Willen. Ist ein Versuch. Zaubern kannst du ja auch nicht. So ist es, ganz genau. Nee, ja, richtig. Lieber Wolfgang, drücken wir die Daumen. Und ich wünsche alles Gute. Ich bedanke mich und noch vielen großen Erfolg zu deiner Sendung. Dankeschön, das ist ja nett von dir. Tschüss. 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 Telefonnummer 0800 5678 111, aber jetzt heute keine Kontaktvermittlung mehr. Das war die Ausnahme für diese Woche, für heute auf jeden Fall. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema, ruft an 0800 5678 111. Und weiter geht es mit Michael. Und Michael ist 29 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo Michael. Um was geht's? Was ist dein Thema? Und zwar geht es um Leukämie und Schwangerschaft. Mhm.
Wer ist leukämiekrank? Meine Freundin. Ja, und die ist schwanger im Moment. Und die ist schwanger im Moment. Mhm. Wie lange ist deine Freundin schon leukämiekrank? 2 Jahre ungefähr. Mhm. Jetzt habe ich medizinisch überhaupt gar keine Ahnung. Ist das verantwortungslos, schwanger zu werden, wenn man leukämiekrank ist? Das Problem bei der ganzen Sache ist, die Ärzte sagen ihr vielleicht höchstens noch 1,5 Jahre voraus. So schwer erkrankt ist sie? Mhm. Mhm. Und das Problem da ist, bei, wenn sie jetzt Medikamente kriegen sollte, dann könnte es sein, dass das Kind davon Schäden von kriegt. Mhm. Aber es besteht nicht die Sorge, dass die Krankheit direkt auf das Kind übertragbar ist. Das ist auch noch ein Teil davon. Die können es nicht genau voraussagen. In welchem Monat ist deine Freundin schwanger? In der 6. Woche. In der 6. Woche. Mhm. War das ein Wunschkind? Oder ist das es so? Ist irgendwo ein Wunschkind gewesen, ja. Mhm. Obwohl ihr um die Risiken wisst oder wusstet. Mhm. Mhm. Warum geht ihr ein solches Risiko, vielleicht sogar ein sehr großes Risiko ein? Warum tut ihr das? Ja, schwer zu sagen, weil irgendwo, wenn sie in 1,5 Jahren nicht mehr da sein sollte, mhm, ist es doch noch irgendwo ein Teil von ihr, was weiterlebt. Mhm. Mhm. Ja, das kann man so verstehen, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch bedenken, welche Risiken für das Kind bestehen, mhm, ob es vielleicht überhaupt Leben zur Welt kommen kann und wenn es Leben zur Welt kommen kann, wie schwer krank es ist und welches Leid das Kind vielleicht ertragen muss. Das sind ja alles Sachen, die man berücksichtigen muss. Ja, weil wir sind jetzt irgendwo in der Zwickmühle, weil wir jetzt nicht wissen, lassen wir es auf die Welt kommen oder treiben wir es ab. Mhm. Ihr Gefühl sagt, beziehungsweise ihr Bauch sagt, lass es kommen, mhm, und ihr Kopf sagt, mhm, nee, mhm, lieber nicht. Was sagt dein Bauch, dein Gefühl, und was sagt dein Kopf? Ist auch irgendwo eine Zwickmühle, auch 50-50. Mhm. Ich würde mich freuen, davon abgesehen. Mhm. Was sagen denn die euch oder die deine Freundin betreuenden Ärzte? Die Ärzte sagen auch nur, das ist unsere Entscheidung irgendwo und da möchten sie sich nicht reinmischen. Also es ist so eine 50-50 Entscheidung. Genau. Es kann gut gehen, aber es kann aber auch... Genau. Was kann denn eigentlich schlimmstenfalls passieren, dass das Kind stirbt? Hirnschäden und es würde behindert auf die Welt kommen. Mhm. Das ist natürlich sehr schwer zu bedenken, mhm, alles. Mhm. Und ist es definitiv so, dass deine Freundin keine längeren Überlebenschancen als dieses 1,5 Jahr hat, was du gerade genannt hast? Ja, durch Medikamente, aber sie ist der Überzeugung, das ist nur verlängertes Leben. Also das wäre nur noch eine Qual. Mhm. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind ein halbes Jahr zusammen. Ach, erst ein halbes Jahr. Mhm. Das heißt, du hast sie kennengelernt mit der schweren Erkrankung? Mit der Krankheit, ja. Mhm. Hat sie dir das gleich von Anfang an gesagt, mhm, dass sie so schwer krank ist? Ja. Und das hat dich aber nicht davon abgehalten, dich auf die Frau einzulassen und die Beziehung zu beginnen? Nein. Mhm. 2 Jahre ist sie krank? 2 Jahre. Hat sie in diesen 2 Jahren schon sehr viele Dinge gemacht, sehr viel therapeutische Maßnahmen über sich ergehen lassen? Sie hat, so wie sie mir erzählt hat, eine Chemo hinter sich, mhm, die aber fehlgeschlagen ist. Mhm. Und das Problem dabei ist, das ist auch eine Art von Leukämie, die nicht heilbar ist, mhm, bis jetzt noch nicht. Mhm. Michael, wenn man so eine Liebe beginnt, wie ihr vor einem halben Jahr, oder jetzt, ich frage dich, die du begonnen hast vor einem halben Jahr, so kann man sich ja von Anfang an gar nicht wirklich freuen. Denn man weiß, da sitzt der Tod einem quasi im Nacken. Mhm. Beschreib das mal, was dich dennoch motiviert hat, dann so sehr in die Beziehung sich hineinzubegeben. Ja, das ist die Motivation. Ich liebe die Frau, mhm, ganz einfach. Mhm. Also wir haben uns gesehen und das war sofort, hat gefunkt. Mhm. Und ja, das war es halt. Mhm. Das war die Frau meines Lebens. Mhm. Oder ist die Frau meines Lebens. Das ist sehr schön zu hören. Ich höre oft Fälle von Leuten, die von ihren Partnern verlassen werden, nachdem eine so schwerwiegende Diagnose gestellt wird von den Ärzten. Und du hast dich sogar auf die neue Beziehung eingelassen. Also, mhm, das ist ja was ganz Tolles und sicherlich für deine Freundin auch nochmal einen sehr motivierenden Lebensschub hat ihr das vermittelt und gegeben. Ne? Mhm. Mhm.
So, jetzt steht ihr vor dem Problem, was zu tun ist. Genau. Und das ist natürlich für jeden, der von außen das hört, ungeheuer schwierig, sich da eine Meinung zu bilden. Oder einen Rat, vielleicht eine Meinung kann man haben, aber einen Rat zu geben ist fast nicht möglich. Nee. Fast nicht möglich. Ich bin auch ganz hin und her gerissen. Ich denke auf der einen Seite, mein Gott, die dürfen nicht das Risiko eingehen, dass da vielleicht jetzt neues Leid entsteht und ein behinderter Mensch zur Welt kommt oder das Kind gar stirbt oder sich quälen muss vielleicht ein paar Jahre und dann stirbt. Andererseits kann ich aber auch sehr gut nachvollziehen, dass deine Freundin gerne ein Kind in der Hoffnung, ein gesundes Kind zur Welt bringen möchte und auch etwas zurücklassen möchte, auch für dich zurücklassen möchte. Das ist ja dann auch ein Beweis oder ein Teil eurer Liebe, was dann in deinen Händen liegt quasi. Ja. Mhm. Wie ist es denn so mit Freunden, mit Nahen, vielleicht mit Verwandten, Eltern oder so, was sagen die? Ja, das ist wie mit bei den Ärzten, die raten nicht irgendwo raus, das ist unsere Entscheidung, das ist, müssen wir wissen. Ja, die Ärzte, ich meine jetzt so die näheren Freunde. Nee, das ist genau das gleiche Thema. Die meinen, wir sollten das für uns entscheiden, die möchten sich da irgendwo nicht reinmischen, weil die wollen die Entscheidung irgendwo auch nicht in die Hand nehmen. Können sie auch nicht. Hat denn jemand aus eurem Umfeld schon mal eine klare Meinung artikuliert, dass er gesagt hat, um Gottes Willen, nein, macht es nicht, oder macht es? Nee. Wäre euch das hilfreich? Einerseits schon, aber andererseits, wie gesagt, wir müssen da irgendwo selber mit klarkommen. Und ja, weiß nicht, weil wir reden da so eigentlich jetzt höchstens alle 2-3 Tage selber drüber. Und irgendwo sind wir noch zu keiner Lösung gekommen. Wobei, ihr müsst ja bald eine Entscheidung fällen. Ne? Die Zeit rennt euch ja davon. Ich weiß es nicht. Ich bin völlig überfordert, Michael. Ich weiß es nicht. Völlig überfordert. Wenn selbst die Ärzte zu euch sagen, das ist ihre Entscheidung und es ist 50-50 stehen die Chancen, dass es gut geht. Eigentlich denke ich ja so von meiner Grundhaltung her immer, dass man, wenn man 50% Gutes erreichen kann und 50% Schlechtes, denke ich eigentlich immer eher an das Gute und habe die Hoffnung. Lass es uns riskieren, lass es uns machen. Und ja, die Hoffnung ist ja immer da. Nur, wie gesagt, da stehen noch die anderen 50% am Raum. Klar. Was meinst du denn jetzt, das kannst du gut einschätzen, welche Auswirkung das auch auf den Gesundheitszustand und seelischen Zustand vor allen Dingen auf deine Freundin hätte, wenn sie jetzt abtreiben würde? Ja, ich selber hätte dann das Problem, dass es dann vielleicht irgendwann, wenn es mal zum großen Krach kommen könnte, dass man sich das gegenseitig vorhält. Du wolltest es nicht. Oder es kann genauso andersrum kommen, wenn das Kind auf die Quelle kommt und es ist behindert, du wolltest es. Das glaube ich fast gar nicht, dass man sich dann Vorwürfe macht. Ich glaube, dass man dann zu dem Kind steht und... Weil dann, wenn es behindert ist und wie gesagt, die Ärzte meinten, es würden Hirnschäden auftauchen, also körperliche Behinderung, wenn nicht, dass es dann irgendwo kein Leben ist, sondern mehr Leiden. Ja, aber auch dann, ich glaube nicht, dass man sich dann Vorhaltungen machen würde. Meine Frage zielte auf etwas anderes ab. Wie du es einschätzt, ob deine Freundin, kann die überhaupt in ihrem jetzigen Zustand eine Abtreibung verkraften? Oder würde sie das seelisch so umhauen, dass es körperlich mit ihr auch dann noch mehr bergab ging, mit ihrer Erkrankung? Eher, dass es bergab gehen würde. Aber ich fühle mich wirklich außerstande, Michael, jetzt zu sagen, mach das oder mach das. Wer bin ich? Das kann ich nicht. Aber man kann ja so reden miteinander. Und meine Richtung war gerade schon die Richtung des Hoffens. Ich würde euch raten, da werdet ihr auch keinen richtigen Rat bekommen, aber zumindest man kann sich austauschen und ein wenig besprechen, dass ihr zu einer Beratungsstelle geht und dort mit Fachleuten euch besprecht, die auch psychologisch geschult sind und die alles mit einbeziehen. Die gesundheitlichen Risiken, medizinischen Risiken, aber auch letztendlich all das Ideelle, was dahinter steckt.
Das würde ich euch raten. Kann ich dir vielleicht behilflich sein mit ein paar Anlaufstellen und ein paar Adressen, wo ihr euch hinwenden könntet? Ja, das wäre nett. Ja, dann machen wir das so. Du legst jetzt auf und mein Psychologe, der Johannes, ruft dich gleich an und gibt dir dann die entsprechenden Adressen. Ich wünsche euch eine absolut gute und richtige Entscheidung. Ich weiß es nicht, was das Richtige ist für euch. Mhm. Alles Gute, leg auf und wir rufen gleich wieder an. Okay, ich bedanke mich. Auf Wiederhören. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111 und jetzt bin ich verbunden mit Klaus und Klaus ist 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Klaus. Dein Thema. Ja, mein Thema geht eigentlich noch um gestern, weil da bin ich wohl nicht mehr dran gekommen oder dann habt ihr mich dann heute angerufen. Das Thema gestern hieß Hass. Das war Hass, ja. Genau. Ja, erstmal so zu eurer Sendung, das finde ich ja ganz klasse. Manche Themen, die ihr da habt, die sind ja wirklich putzig auch. Putzig, ja. Manche sind aber auch wirklich ganz schön tragisch. Ja, die sind sehr traurig. Eben. Das ist ja. Also wirklich schwierig, denke ich mal. Ja, lass uns doch mal eben kurz anknüpfen. Du bist ja auch ein ganz, ganz normaler Zuhörer und ein ganz normaler, du bist ein Mann von 42 Jahren. Was würdest du dem Michael raten? Von gerade dem Michael. Na gut, man kennt ja jetzt die näheren Umstände nicht zu diesem Problem. Das ist eine ganz schwierige Sache. Er muss auf jeden Fall irgendwie zu einer Beratungsstelle gehen für Leute, die geschult sind, die sich damit auskennen, denke ich. Und naja, ich denke mal, das muss er auch mit seiner Partnerin zusammen machen. Ja, natürlich, ja. Aber es ist so als Außenstehende sehr schwer zu sagen, mach das oder mach das. Ne? Ganz sicher, klar. Mhm. Gut, er muss sich vielleicht an seine Freunde wenden. Aber die sagen ja auch alle, wir wissen es nicht. Ne? Ja, also, die können es nicht entscheiden. Das ist ein ganz sensibles Thema. Absolut, ja. Gut, jetzt aber zu dir, Klaus, und dem, weswegen du angerufen hast. Ja, es ging dann ja gestern nochmal, da ist mir aufgefallen, du hast das Thema auch ganz gut angeschnitten. Nur leider war es dann so schnell eigentlich auch zu Ende. Da ging es da um Brudermord, beziehungsweise von einem Zuhörer, der Bruder ist ermordet worden. Genau, ja. Und bei mir war das der Fall das Gleiche. Vor 3 Jahren, 4 Jahren ist meine Mutter ermordet worden. Und das war auch eine ganz schreckliche Geschichte. Was ist da genau passiert? Ja, sie war allein in ihrer Wohnung, ausnahmsweise mal. Lebte sie an sich? Sie lebte alleine, aber ja. Sie war eigentlich größtenteils auch bei mir und ich habe noch 2 Schwestern, also sehr oft eingespannt und hat auch viele Sachen auch übernommen. Und dummerweise war sie gerade damals 2 Tage zu Hause. Es ist halt Schicksal oder Zufall, wie man es auch nimmt. Alleine in ihrer Wohnung? Alleine in ihrer Wohnung. Wie alt war sie da? Da war sie 60. Was ist dann passiert da? Ja, da ist dann jemand, hat sich Zutritt verschafft zur Wohnung. Wie genau und so, das ist alles gar nicht so genau herausgekommen. Jedenfalls hat er sich Zutritt verschafft, hat sie Scheckkarten dann erpresst und die Kombination daran auch genötigt. Zu sagen? Ja, klar. Ja. Und dann hat er sie erwürgt. Ja. Ist sie direkt gestorben bei dieser Tat oder hat sie noch leiden müssen hinterher? Weißt du das? Weiß man das? Ich denke mal zunächst erstmal vorher, weil man das sehen konnte, ja. Und dann, erwürgt werden ist bestimmt nicht so ganz angenehm. Wann und wer hat sie gefunden? Ja, sie hat sich am nächsten Tag nicht gemeldet und da das meine Mutter gar nicht so entsprach, sie war eigentlich immer also sehr pünktlich und absolut zuverlässig, rief mich dann meine Schwester an und sagte, hör mal, Mutter meldet sich nicht. Und irgendwie hat man dann so ein inneres Gefühl, kann ich gar nicht so beschreiben. Ja, klar. Ja. Worauf wir sind sofort dann dahin gefahren, haben versucht, in die Wohnung zu kommen, was uns da gar nicht gelungen ist. Ihr hattet keinen Schlüssel zur Wohnung? Doch schon, aber wie sich hinterher herausgestellt hat, da steckte der Schlüssel von innen. Ach so. Und sind wir nicht reingekommen. Haben natürlich alles verzweifelt versucht, war eine ganz schreckliche Aktion. Aber in dem Moment ist man ja schon alarmiert, ne? Ja, die Mutter meldet sich nicht, der Schlüssel steckt von innen, dann denkt man ja sofort, es ist irgendwas passiert. Ja. Ihr seid dann nach einer gewissen Zeit reingekommen in die Wohnung. Also haben wir einen Schlüsseldienst gerufen. Die haben uns natürlich auch nicht reingelassen, dann mit Polizei. Und durch einen kleinen Trick bin ich dann da reingekommen in die Wohnung. Und das hätte ich mir eigentlich auch ersparen sollen. Das heißt, du hast direkt eine ermordete Mutter gesehen? Ja. Wo lag sie oder was hast du gesehen? Naja, sie lag dann auf dem Boden. Ich bin dann gleich hin. Die Mutter ja halt. Und naja, dann war das Bild natürlich ganz schön grausam. Das kann man so schnell dann nicht vergessen. Hast du in ihrem Gesicht gesehen, dass sie sehr leiden musste? Ja, sicher. Ein angstverzerrtes Gesicht? Ja, ganz klar. Ja. Gott im Himmel, in dem Moment, als du da reinkamst und das gesehen hast, was ist denn da in dir passiert und in dir vorgegangen? Das kann ich dir leider nicht beschreiben. Das ist also so ein Gefühl, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben, ganz bestimmt nicht. Und dann kommen 1000 Formalitäten.
die Polizei fragt. Da muss man Dinge anorganisieren und so weiter. Das ist doch wahrscheinlich alles fürchterlich. Da kommen ja auch 100.000 Gedanken und man versucht sich ja auch immer selbst ein Bild zu machen, was denn da überhaupt passiert worden sein könnte. Was hat man denn jetzt, man hat gar nichts Konkretes hinterher rekonstruieren können? Ja schon, aber es war dann ein Indizienprozess, das sagen so die Fachleute dann halt da. Das heißt, man hat den Täter gefunden? Ja, ja. Mhm. Und gibt es keine konkreten Aussagen sozusagen, wenn der Täter jetzt nichts dazu sagt oder kein Geständnis oder so ablegt. War der Täter ein Mensch aus eurem Umfeld oder ein ganz Fremder? Das war eigentlich ein ganz Fremder. Das war eigentlich eine zufällige Geschichte. Mhm. Also man weiß nicht, wie er sich hat reingeschlichen, wie er sich Zutritt verschafft hat? Man hat das wohl schon versucht zu konstruieren, indem man sagte, er ging über den Balkon oder so. Aber also eine hundertprozentige Sache ist dabei jetzt nicht rausgekommen. Er ist halt überführt worden nachher. Dadurch, dass er Geld abgehoben hat mit der Karte, ist er fotografiert worden. Und dann hat es Fasergutachten gegeben. Ja. Wo dann am Körper meiner Mutter dann Faserspuren gefunden wurden von seiner Kleidung, die identisch waren. Wie viel Geld hat er deiner Mutter entwendet und nachträglich auch entwendet dann durch das Abheben? Also circa 2.500 Mark, also eigentlich. Mhm. Dann warst du während des Prozesses auch dabei, du warst im Gerichtssaal. Ja. Du hast diesen Mann gesehen. Ja. Hast du ihn angeschaut, ihm in die Augen geschaut? Ja, sicher, klar. Hat er dich auch angeschaut? Ja, auch, ja. Das ist also auch eine ganz merkwürdige Geschichte und sowas. Und dann was möchte man dann als Sohn eigentlich tun, wenn man diesem Mann fast gegenüber sitzt, der die eigene Mutter ermordet, erwürgt hat? Na gut, und da kommt jetzt vielleicht auch der Satz, den ich unbedingt sagen wollte, der ganz wichtig war. Dann hattest du nämlich, du hattest gefragt, ob der Hass jetzt im Moment ist und über lange Zeit dann schwächer wird. Also es ist im Gegenteil so, dass je mehr Zeit vergeht, umso größer wird der Hass. Und da kann man eigentlich auch noch von Glück sagen, dass man das dann nur, wenn man das kann, an einer Person festmachen kann. Also ich habe jetzt so in der ganzen Zeit auch festgestellt, dass man das leicht auch ableitet auf andere, dass man dann auch wirklich gar nicht mehr so offen ist anderen Menschen gegenüber. Ach so, dass man ungerecht ist anderen Menschen gegenüber. Ja. Also bei dir fokussiert es sich auf diese eine Person, auf den Täter. Ja, wenn man das dann schaffen kann, dann hat man vielleicht noch einen kleinen positiven Effekt dadurch gegenüber anderen Menschen, meine ich. Es liegt 3,5 Jahre zurück. Ja. Das heißt, der Hass, den du damals im Gerichtssaal empfunden hast, ist jetzt viel größer als damals. Ja, ich denke mal, das ist alles noch Schock. Das hat ja auch lange gedauert. Das waren fast über 35 Prozesstage oder so. Das ist eine ganz ekelhafte Geschichte dann auch. Hat er irgendeinen einen Satz des Bedauerns gesagt, der Entschuldigung? Nein, eben dadurch, dass er ja gar nichts gesagt hat, ist diese ganze Situation natürlich viel, viel schlimmer, weil man letztendlich ja gar nicht weiß. Mhm. Am Anfang da ist man also wirklich erstmal geschockt und dann kommen auch irgendwann mal Zweifel. In so einem Prozess kommen auch mal Zweifel. Dass er ob man seinen Hass, den man da jetzt auch entwickelt, dann wirklich daran festmachen kann, aber ob man sich vielleicht nicht sogar irrt. Ja. Ist ja auch eine ganz schreckliche Geschichte. Es war ein Indizienprozess, er ist verurteilt worden. Zu was ist er verurteilt worden? Ja, zu lebenslänglich ist er verurteilt worden. Ich habe gestern die Anrufer, die Ähnliches erlebt haben, auch gefragt, was den Hass ausmacht. Sprich, was würdest du am liebsten mit diesem Mann machen, wenn er in deine Hände geraten würde? Ja, da gibt es natürlich unzählige Varianten, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Und das ist ja vielleicht das Problem, dass man diesen Hass dann nicht so einfach runterschlägt. Nein, du hast doch wahrscheinlich Fantasien. Ja, es kommt immer wieder hoch und man malt sich also immer wieder neue Dinge aus, wie man das am besten machen kann. Was würdest du mit ihm machen? Ja, an meinem Beispiel jetzt würde ich also sagen, ging es mir jetzt zunächst auch erstmal in meinen Fantasien darum zu erfahren, was jetzt wirklich passiert ist. Was natürlich ganz klar ist. Ja, und gut, kann ich gar nicht sagen. Alles. Alles, was man sich nur vorstellen kann. Aber du möchtest ihm, das sagten gestern einige Anrufer, sie möchten dem Täter nicht das Leben nehmen, sondern sie möchten ihn einfach quälen, dass er leidet für das, was er angerichtet hat. Ist das bei dir genauso? Das kann ich nachempfinden, ja. Gestern sagte eine Anruferin einen sehr beeindruckenden Satz, ich möchte mich nicht auf die gleiche Stufe des Täters stellen. Das meinte sie damit, was ich gerade gesagt habe. Aber ich möchte, dass er leidet und dass er dafür büßt, was er getan hat. Gut, man stellt sich natürlich auch die Frage, gerade wenn man damit so konfrontiert wird, ob man in der Lage wäre, einen Menschen umzubringen. Also ich würde sagen, ich bin da gar nicht in der Lage zu. Ich möchte aber vielleicht doch sagen, dass man vielleicht doch jeder Mensch auch in die Möglichkeit hätte, im Affekt oder in einer grenzenlosen Wut oder vielleicht auch im grenzenlosen Hass jemanden unbeabsichtigt. Ja, das glaube ich auch. Umzubringen, das denke ich schon. Ja, aber beabsichtigt glaube ich das nicht.
Also geplant natürlich nicht, aber aus einer entsprechenden Situation heraus halte ich das auch für möglicher. Ja. Hattest du eine sehr enge Verbindung zu deiner Mutter? Ja, sicherlich, klar. Wie oft denkst du am Tag an diesen Mann? Ja, wie oft am Tag? Ich will jetzt nicht so sehr übertreiben, aber es ist schon fast jeden Tag. Denkst du mehr an den Mann als an deine Mutter? Nein, eigentlich nicht. Aber es wird dadurch natürlich stimuliert, dass ich oft an die Mutter denke. Und dann weil sie an allen Ecken Kanten fehlt, ganz logisch. Ja. Und dann kommt natürlich automatisch, und dann kommt natürlich dann auch der Typ wieder hin. Du hast gerade gesagt, eigentlich das was Erschreckendes, was gestern auch so ein bisschen rauskam bei einigen, dass der Hass größer wird, je mehr Zeit vergeht. Was glaubst du, wie du mit dir ins Reine kommen wirst demnächst, die nächsten Jahre? Du kannst ja nicht bis ans Ende deines Lebens diesen Hass mit dir herumtragen. Ja, heute war ja schon mal wieder ein kleiner Schritt. Wir haben ja jetzt gesprochen und das habe ich gemerkt, dass wenn man darüber sprechen kann, dann hilft das auch. Ach so, das ist interessant. Das heißt also, wenn man nicht redet, dann steigert man sich noch mehr in den Hass hinein und frisst das in sich hinein. Ja, jetzt habe ich schon wieder ein Stückchen abgegeben, indem ich darüber gesprochen habe. Ich danke dir, dass du so offen das erzählt hast und hoffe, dass es dir gelingt, das in einigen Jahren loszuwerden. Weil das ist, darüber haben wir gestern auch geredet, glaube ich, ein schlimmer Lebensbegleiter, immer hassen zu müssen. Ja, das ist also schon ein schönes Stückchen, was man dann in sich trägt, was man eigentlich gar nicht gebrauchen kann. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Klaus. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Wiederhören. 1.31 Uhr und 31 Sekunden, eine kleine Pause. Uhr 32 und 8 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute eine freie Telefon-Talkshow, eine offene Telefonnacht. Das heißt, ihr könnt mich gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ganz egal über was. Also über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt ein weiterer Versuch mit Liane, die vorhin schon mal drankommen sollte. Genau. Hey Liane, 22 Jahre alt, plötzlich warst du weg vorhin. Ja. Um was geht's? Also erstmal möchte ich Michael was sagen, und zwar, dass die halt nach dem Herz lieber entscheiden sollen und nicht nach Verstand. Also Michael war gerade der Anrufer, wo es darum ging, ob die schwerkranke Frau das Kind bekommen soll oder ob sie es nicht bekommen soll. Ne? Genau, genau. Ich habe das halt schon oft erlebt, jetzt von Freundinnen her, dass die sich halt wirklich dementsprechend, wenn sie halt abgetrieben haben, ihren Freunden den Vorwurf gemacht haben oder halt sich gegenseitig den Vorwurf gemacht haben. Ne? Und ich finde es auch unfair, wenn Ärzte halt sagen, dass wenn halt so ein behindertes Kind auf die Welt kommen würde, dass es mehr Leiden als Leben wäre. Also ich finde... Wohingegen, es gibt solche Fälle ja, wo man das dann auch so sagen muss, ne? Ja, natürlich, aber wenn eine Chance von 50-50 ist, denke ich halt schon, dass man... ja, das finde ich eigentlich auch. Das ist schon viel, ne? Wenn man 50% Chance hat, ne? Das finde ich denke auch. Wenn das jetzt ganz anders gelagert wäre, wenn die sagen würden, 80-20% gute Chance, ne? Dann wäre man schon nachdenklicher, ob man das machen will. Ja, aber bei 50-50 ist halt wirklich also sehr, sehr große Chance auch, also finde ich. Und da sollte man schon positiv denken. Danke für deine Kommentierung zu Michael. Hoffentlich hat er noch zugehört jetzt. Naja, wer weiß. So, jetzt zu dir. Ja, mein Thema sind Träume. Träume? Also was ich für Träume so habe. Ja, also richtige Nachtträume oder so Tagträume? Nee. Nachträume. Nachträume. Also nicht, du träumst davon, eine berühmte Schauspielerin zu werden oder sowas. Nein, das nicht. Nein, also richtige Nachträume. Ja. Hast du besondere Nachträume? Ja, ich denke schon. Also ich träume ziemlich viel vom Tod, von eigenem Tod, vom Tod von Familienangehörigen, obwohl sie noch leben. Natürlich auch von Personen, die schon gestorben sind. Was träumst du denn beispielsweise von deinem eigenen Tod? Was konkret träumst du da? Also ich träume nicht, dass ich sterbe, sondern ich träume schon von meiner eigenen Beerdigung. Ach so. Zum Beispiel. Also du bist quasi Beobachter deiner eigenen Beerdigung. Genau. Sind das immer wiederkehrende Träume oder variieren die?
Teils, teils. Also wenn mich diese Träume ziemlich dolle mitgenommen haben, dann ist es schon so, dass ich die halt immer und immer wieder träume. Mhm. Also wie träumst du beispielsweise deine eigene Beerdigung? Wie geht das da ab? Also ich erzähle den Traum jetzt einfach mal. Ja, genau, mach mal, ja. Also ich habe halt geträumt, ich bin in sowas wie ein U-Bahn-Schacht und da waren halt ganz viele Leute und darunter halt so Engelswesen, also wo ich halt auch direkt sehen konnte, ich bin irgendwie nicht mehr weltlich, sondern ich bin irgendwie, also außerirdisch wie man das halt immer so sagen kann. Mhm. Und dann sind alle Leute halt irgendwie in eine Richtung gegangen und ich bin mitgegangen. Mhm. Und dann sind wir so Treppen runtergegangen und da waren wir in eine Kirche drin, eine ganz, ganz große Kirche. Mhm. Und da sind ja diese Bänke und immer am Rand von einer Bank saß halt eine Nonne mit einem Sterbenden im Arm. Und ganz vorne saßen meine Mutter, mein Vater und meine beiden Schwestern. Mhm. Also weder mein Mann noch meine Schwäger, die waren mit dabei. Mhm. Und ich habe mich einfach dazugesetzt. Die haben mich dann angeguckt, die konnten mich auch sehen, die konnten mich auch hören. Aha. Und, aber du warst eigentlich kein Lebendiger mehr. Nee, ich war kein Lebendiger. Und du warst ja mit diesen anderen engelhaften Wesen auch da hingegangen, in diese Trauerhalle. Genau. Die haben sich dann auch da irgendwie hingestellt oder hingesetzt, so wie genau. du. Genau, ja. Und was haben deine Eltern dann, die haben dich angesehen, haben die irgendwas gesagt zu dir? Ja, die haben mich halt gefragt, was ich denn hier mache und ich sei ja tot. Mhm. Und ich konnte ihnen halt verständlich machen, dass ich zwar tot bin, aber bei einer Beerdigung oder manchmal können halt die Seelen schon wieder zurückwandern und beobachten, was die Familienangehörigen oder Freunde halt machen. Aha, aber es war deine eigene Beerdigung, ne? Das war meine deine eigene Trauerfeier. Das heißt, dein Sarg stand genau. da vorne. Mhm. Genau. Waren die Eltern da erfreut, als du das gesagt hast? Oder waren die einfach irritiert und hatten die Angst? Natürlich, die waren irritiert. Mhm. Ne? Also soweit ich das noch weiß, waren sie definitiv irritiert. Aber eigentlich ist es ein ganz schöner Traum. Ne? Es ist auch eigentlich ein optimistischer Traum. Es geht so weiter, heißt das ja. Und es geht gut weiter. Und ja, das weiß man eben nicht. Ne? Mhm. Wie endete dieser Traum dann? Dieser Traum endete darin, dass ich wieder in diesen U-Bahn-Schacht zurückgekehrt bin und wieder ein Engel auf mich zukam und hat halt gesagt, Liane, du kannst jetzt nochmal runter auf die Erde. Mhm. Es ist jetzt ein Jahr vergangen, du kannst mal gucken, wie es den Leuten jetzt bei uns geht und vor allem auch, wie es deiner Tochter geht. Ach. Und dann saß ich auf einmal bei meiner Mutter in der Küche und habe rausgeguckt und habe halt gesehen, wie mein Vater mit meiner Tochter Fangen gespielt hat, die ja dann mittlerweile auch schon 5 Jahre alt war. Und dann habe ich irgendwas vor mich hingemurmelt und meine Mutter konnte mich hören. Die konnte mich nicht sehen, aber die konnte mich hören. Mhm. Und war dann halt darüber erstaunt und ich auch, weil ich eigentlich nicht damit gerechnet hatte, dass sie mich hören kann. Und dann habe ich sie irgendwann halt gefragt, wie denn Natalie damit zurechtkommen würde, also meine Tochter. Und sie meinte dann halt, ja, sie weiß das überhaupt gar nicht, dass du tot bist. Sie ist jetzt hier und will ja auch immer hier schlafen. Und ich habe ja, aber wenn sie nach Hause will, habe ich ihr Nach-Hause-Geh-Verbot erteilt. Und da habe ich mich so dermaßen drüber aufgeregt, dass ich dann wirklich wach geworden bin und erstmal eine Runde heulen musste. Ne? Über dieses Nach-Hause-Geh-Verbot. Ja. Aber das ist ja schon doch sehr seltsam, wenn du das so detailliert träumst und vor allen Dingen immer wieder träumst. Und dann auch noch so das Thema Tod variiert in deinen Träumen. Wie lange geht das so, dass du über solche Todesdinge träumst? Das geht schon ganz, ganz lange. Also das erste Mal habe ich von sowas geträumt, als meine Uroma gestorben ist. Wie alt warst du da? Da war ich mal irgendwie kurz vor der Kommunion, 8, 9 Jahre alt. Ach so, so lange schon. Jetzt, wie gesagt, 22 Jahre alt. Ja. Jetzt frage ich mal so in die Realzeit bezogen. Mhm. Beschäftigt dich denn so im normalen Leben auch der Tod sehr? Hast du Angst vor dem Tod? Denkst du viel darüber nach? Ja, Angst definitiv nicht. Aber ich bin halt durch meinen Beruf ziemlich arg mit Sterbenden und Toten konfrontiert, da ich halt Altenpflegerin bin. Ach so. Aber ich bin ja nicht schon Altenpflegerin, seitdem ich 8, 9 Jahre alt bin. Das ist ja auch wieder interessant, wenn du schon früher solche, dich sehr so, zumindest im Traum als Jugendliche, schon damit beschäftigt hast, dass du dann auch noch in einen solchen Beruf gehst, wo du sehr viel mit Tod konfrontiert wirst. Mhm. Ne? Ist ja interessant erstmal. Ja. Macht dir das denn Angst? Beunruhigt dich das, dass du so oft über Tod träumst und solche Träume dann auch noch so behältst, so klar? Ja, so alle Träume erstmal behalte ich nicht. Nur halt jetzt so, die für mich am schlimmsten waren, also die mir wirklich auch an die Nieren gingen. Ne? Also ich meine, ich könnte jetzt noch ein paar Träume erzählen, aber das wird ein bisschen lang werden. Also beängstigt dich das, dass so oft der Tod auftaucht in deinen Träumen?
Also beängstigen nicht wirklich, aber es ist halt schon merkwürdig, wenn ich das, ja. Und wenn ich das halt auch so erzähle, also jetzt mein Mann oder halt meiner Mutter, die schütteln mir den Kopf, die denken, ich bin nicht ganz normal. Hast du denn außer der gerade besagten Uroma in der letzten Zeit jemanden verloren, der dir sehr nahe ist, dir sehr nahe stand? Ja, in der letzten Zeit jetzt nicht, aber halt meine Oma, also mütterlicherseits, die ist aber auch 1991 verstorben. Und von da ab ging es halt immer mehr. Also es wurden immer mehr Träume, wöchentlich, sag ich mal. Und ja, also das kann man auch so schlecht erklären. Das muss man erleben. Also man kann sagen, dass du einmal, mindestens ein, wenn nicht zweimal in der Woche so einen Traum hast. Ja, mittlerweile. Also zwei, dreimal, denke ich mal. Das ist schon sehr viel. Wie ist das für dich, wenn du bist Altenpflegerin, sagst du? Ja. Da passiert es dann ja nun traurigerweise auch in steter Regelmäßigkeit, dass eine Patientin, einen Menschen, den du betreust, verstirbt. Ja. Und du vielleicht auch dabei bist, wenn der Mensch verstirbt. Ja, ist das. Wie ist das für dich? Ist das für dich ein Moment der tiefen Traurigkeit, des Ergriffenseins, der Angst vielleicht auch? Also Angst definitiv nicht. Also es kommt immer drauf an. Man muss halt abwägen, ob die Leute oder die Bewohner vorher schon ziemlich viel gelitten haben. Dann ist man eher froh, wenn sie es endlich geschafft haben. Aber wenn es so unverhofft kommt, man kommt in ein Zimmer rein und der Bewohner oder die Bewohnerin haben noch mit dir kurz vorher über irgendwas geredet und auf einmal liegen die tot im Bett oder im Sessel. Also dann steht man da erstmal schon wie geschockt davor. Und dann kann ich halt auch schon wieder sagen, dass ich dann wieder vom Tod auch träume. Machst du deinen Beruf gerne? Ist das ein Job, der dir richtig gut gefällt? Ja. Das schon. Und du möchtest auch auf jeden Fall dabei bleiben? Ja. Es gab aber noch nie einen prophezeienden Traum, dass du etwas geträumt hast, was dann auch so eingetreten ist mit dem Thema. Das nicht. Gott sei Dank nicht. Zum Glück nicht. Dann würde ich auch wirklich Angst kriegen. Dann würde ich wahrscheinlich auch echt nur noch hier in der Wohnung bleiben und nicht mehr rausgehen. Da habe ich auch allerdings Angst vor, dass sowas wirklich mal passieren sollte. Das finde ich auch sehr, sehr gruselig. Also richtig im klassischen Sinne gruselig. Wenn man, das habe ich auch schon gehört, dass Leute wirklich so etwas träumen und es dann wirklich auch passiert. Und damit Angst ins Bett gehen vor dem nächsten Traum quasi. Ja, das habe ich ja sogar, ne? Obwohl ich nicht solche prophezeienden Träume habe. Also manchmal schon. Ich bin mal gespannt, ob mein Psychologe eine Idee hat, was da mit dir los ist. Möchtest du ein paar Worte mit ihm noch reden? Ja, klar. Der hat das Gespräch jetzt mitgehört. Ja. Das ist der Johannes. Leg mal auf und Johannes ruft dich gleich an. Ja, okay. Ich wünsche alles Gute und bessere Träume in der nächsten Zeit. Ja, ich hoffe. Vom Leben, vom Frühling und von der Sonne und sowas. Ja, und meine Mutter, die hat jetzt mit Sicherheit zugehört und ihr wünsche ich natürlich auch tolle, tolle Träume. Ja, das wünsche ich natürlich auch. Okay. Liane, alles Gute. Tschüss. Ja, danke. Stefanie ist bei mir und Stefanie ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Stefanie. Um was geht's? Ja, und zwar ganz einfach. Ich bin ein halbes Jahr mit meinem Freund zusammen. Der ist doppelt so alt wie ich. Also fast doppelt so alt. 36? Ja, ein bisschen jünger doch noch. Ja. Und zwar haben wir jetzt überlegt, ein Kind zu kriegen. Ja. Halbes Jahr seid ihr zusammen? Ja, richtig. Und ihr habt jetzt überlegt, ein Kind zu kriegen? Ja, also ein Kind zu planen. Darf ich mal ganz keck fragen, wieso jetzt schon nach einem halben Jahr? Muss das denn sein? Muss das sein? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich fühle mich so bereit dafür. Ich wünsche mir auch ein Kind von ihm, weil ich ihn ja über alles liebe. Und er wünscht sich auch ein Kind von mir, weil er mich liebt. Aber du rufst mich an, um darüber zu reden. So ganz, ganz klar scheint doch deine Einstellung dann doch noch nicht zu sein, oder doch? Doch schon, nur ich wollte nochmal von dir oder von jemandem wissen, wie er das sieht, ob ich da falsch drüber denke, dass das doch zu jung ist oder dass ich doch zu jung bin dafür oder ob das zu früh ist. Also ich meine, du bist 18 Jahre, das ist schon sehr jung, da ein Kind zu kriegen. Aber das gibt es ja immer wieder, was mich jetzt nur persönlich im Moment sofort, spontan, deswegen habe ich das auch gerade so gesagt, bremst und ein bisschen skeptisch überlegen lässt, ist die Tatsache, dass ihr erst ein halbes Jahr zusammen seid. Richtig. Ne? Ja, also, und du bist eben noch so jung. Ja. Und du bist ja gerade jetzt in der Phase der völlig rosaroten Wolke. Ne? Im ersten halben Jahr, da schwebt man ja nicht im siebten Himmel, sondern im hundertsten Himmel und findet alles ganz toll und weiß ich was.
Ja, gut. Lernt euch doch nur noch ein bisschen mehr kennen. Dir läuft die Zeit doch überhaupt gar nicht weg. Du kannst das in einem Jahr oder in zwei Jahren immer noch entscheiden und sagen, okay, wir verstehen uns wirklich gut. Das hat ein Fundament, diese Beziehung. Trotz des Altersunterschiedes. Jetzt können wir uns auch darauf einlassen, ein Kind zu kriegen. Ja, aber ich meine, das weiß ich nicht. Wenn man so hört, 16-Jährige sind schwanger geworden nach zwei Monaten Beziehung und die sind auch klargekommen mit ihren Freunden. Ja, aber da musst du dir kein Beispiel dran nehmen. Da gibt es auch noch wiederum 100 Beispiele, tausende von Beispielen, die nicht klarkommen und wo alles kompliziert ist. Wie sieht denn eigentlich dein Leben aus? Hast du einen Schulabschluss schon oder eine Lehre? Ja, also aus der Schule bin ich schon raus. Lehre habe ich nicht, ich arbeite so. Mhm. Willst du denn eine Lehre noch machen? Ist das im Plan? Ja. Das wäre jetzt noch das wäre das Nächste, was ich angreifen würde, jetzt eine Lehre machen. So, Stefanie. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen altbacken, aber ich meine es nicht altbacken, sondern einfach nur ganz cool, vernünftig. Ich finde, dass du erstmal die Lehre machen solltest, damit du auch was in der Hand hast. Ja gut, aber eine Lehre kann man ja immer noch machen. So ist das ja, du kannst aber immer noch ein Kind kriegen. Ja gut, aber... Es ist viel schwieriger, je älter du wirst, eine Lehre zu machen. Je jünger du bist und je mehr du richtig in dieser ganzen Lernmühle drin bist, desto einfacher ist alles. Ja, weiß ich nicht. Das ist das, was mich halt beschäftigt. Ja, finde ich schon. Du lebst bei deinen Eltern noch? Nee, ich wohne mit meinem Freund zusammen. Du wohnst schon mit dem Freund zusammen? Ja. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Auf dem Geburtstag. So, auf einem Geburtstag. Ja. Was für ein Geburtstag war das? Bei wem? Auf seinen. Auf seinen. Und wie bist du auf seinen Geburtstag eingeladen worden? Ich hatte einen Kumpel gehabt. Ja. Den habe ich immer noch. Der wurde da eingeladen und hat gefragt, du hör mal, kann ich eine Bekannte von mir mitbringen? Sagt er, ja, kannst du machen. Mhm. Ja, und dadurch haben wir uns dann kennengelernt. Also du bist 18, er ist 35, 36. Mhm. Ist er denn frei? Ist er dann Single? Jein. Ach, was ist das denn für eine Antwort? Jein, das heißt also er ist Jein nicht... Jein heißt mehr Nein wie Ja. Erzähl mal, was ist denn genau los bei ihm? Ja, was ganz genau, es ist ganz einfach, er ist... Er lebt Entscheidung. Ja, das ist halt das Einzige, was ich auch noch... Hat er auch schon Kinder? Ja. Wie viel? Eins. Ein Kind. Mhm. Von wem kam denn jetzt so eher der Impuls oder der Vorschlag, das Drängen, lass uns zusammen ein Kind haben? Von ihm oder von dir? Von mir eher, weil ich habe ein Buch, da schreibe ich so meine Gedanken rein. Mhm. Und das hat er wohl gelesen gehabt, durch Zufall, weiß ich nicht. Und dann hat er mich darauf angesprochen, ob ich das so ernst meinen würde. Da habe ich ihm halt gesagt, ja, das ist totaler Ernst. Da sagt er, mit dem Gedanken hat er auch gespielt, mit mir mal darüber zu reden. Ja, und von dann haben wir dann darüber geredet und sind... Aber Stefan, ich will dir mal sagen, ich will dir deinen Freund nicht mies machen. Das ist ein Mann, ein erwachsener Mann von 35 Jahren. Der sollte wirklich so viel Verantwortung haben und er hat schon ein Kind und hat eine gescheiterte Ehe hinter sich, dass er jetzt vorsichtiger an die neue Beziehung rangehen sollte. Und ja nicht gut, aber das hat ja nun dann, musst du sagen, nichts mit Mitte tun. Mit mir will er jetzt was Neues anfangen. Ja, aber vorsichtig. Und da würde ich an seine Reife appellieren, dass er das einfach wissen muss, dass man nach einem halben Jahr und vor allen Dingen auch da du noch sehr jung bist, nicht gleich solche Fakten schaffen sollte. Sondern einfach das langsam angehen sollte. Ja gut, das wäre ja nun dasselbe, dass wenn wir jetzt schon miteinander geschlafen hätten, wenn ich jetzt schon schwanger wäre, dann wäre es ja schon praktisch da. Weil abtreiben würde ich ja auf keinen Fall. Weil das weiß gut. Ich nicht, das würde ich mir selber nicht verzeihen. Aber ihr habt ja auch schon miteinander geschlafen, gehe ich mal davon aus, oder noch gar nicht? Doch. Doch, ja, das ist ja okay, aber ihr habt verhütet bisher, oder wie? Ja, also die Pille habe ich. Gut, das wäre natürlich ein anderer Fall, wenn ihr schon schwanger wärst. Deswegen, wir sind ja in der luxuriösen Situation, darüber zu reden. Sollen wir oder sollen wir nicht? Ja. Und meine Antwort ist ein ganz entschiedenes Nein. Noch nicht, noch nicht. Du kannst nur gewinnen, wenn du wartest. Wenn du erstmal deine Lehre machst, dass du auf eigenen Beinen stehen kannst, dass du einen Beruf hast, dass du Geld verdienst, dass du nicht gleich in Abhängigkeit gerätst von... Ja gut, in Abhängigkeit wird das ja nicht passieren. Ich habe meinen Beruf, ich verdiene mein Geld, ich habe meine Wohnung. So sieht es ja nun nicht aus. Das heißt ja nicht, dass er mir jetzt ein Kind andrehen soll. Nee. Und dass ich da nicht mehr arbeiten brauche, dass er das Geld nach Hause Klar. bringt. Aber du hast ja gerade selbst gesagt, dass du gerne eine Lehre machen möchtest. Ne? Das wäre ja, so der nächste. Ja, halt kann ich damit auch dann, sage ich jetzt mal, 2 Jahre noch mit warten, ob ich jetzt eine Lehre mit 18 mache ja. oder aber es ist alles ganz schwierig, dann hast du ein Kind und dann muss man sich darum kümmern und dann will das untergebracht sein und so weiter. Es ist schwieriger, glaubst du mir. Ja, aber klar, das kann ich mir vorstellen. Ich habe eine Freundin, die ist mit 16 schwanger geworden. Klar. Die hat mit 17 ihre Lehre angefangen, trotz Kind, obwohl es erst ein Jahr war.
Stefanie, es geht alles irgendwie. Aber es muss ja, man muss es ja nicht kompliziert haben, wenn es einfacher und besser und klüger geht vor allen Dingen. Aber das Hauptargument für mich ist ganz einfach, eure Liebe ist noch gar nicht ausgetestet. Ob es wirklich Bestand hat, ob ihr wirklich zusammenpasst auf längere Zeit. Das ist zu frisch noch alles. Das ist mein. Kann man aber auch sagen, wenn man ein Jahr zusammen ist, dann kann man da immer noch nicht sagen, so. Ja, aber wenn du ein ganzes Jahr schon mal mit jemandem zusammen warst oder gar gelebt hast und ganz viel mit dem erlebt hast auch, kann man mehr über die Qualität einer Beziehung sagen oder gar wenn man 2 Jahre zusammen war, als gerade erst ein paar Monate. Ja gut, aber gerade auch dann kann man schon sagen, weil wir haben viel durchgemacht, also dass ich meinen Partner wirklich eigentlich schon sehr gut kenne. Was meinst du, wie gut du den erstmal in 1 oder 1,5 Jahren kennen wirst? Ja klar, dann wird das noch intensiver sein, das ist eben. Ja auch klar, ja. Nur ich weiß nicht, also ob ich da eine falsche Einstellung von habe. Weißt oder? Du sagst, ich habe so das Bedürfnis, aber ein Kind ist eben nicht so ein Püppchen, was man sich kauft und das so betuttelt. Das ist halt ein Mensch, wo man große Verantwortung vertragen muss. Das ist mir klar, das ist mir vollkommen klar. Ja. Also, ich glaube, wir haben jetzt alle Argumente ausgetauscht. Ich kann natürlich dich nicht bestimmen, das will ich ja auch gar nicht, wer bin ich? Aber ich habe dir so meine Meinung gesagt, dass ich es klüger finden würde, zu warten. Und dass ihr alle letztendlich davon profitieren würde. Du, dein Freund und auch das Kind später. Das muss nicht unbedingt sein. Nee, da muss ich widersprechen. Meinst du? Ja, das meine ich. Weil wenn man da doch ein bisschen, jetzt mal logisch über das... Gut, dann sag mir mal den Vorteil, der da sein sollte, wenn du jetzt schon ein Kind kriegst. Ja, der Vorteil ist ganz einfach, das Kind hätte eine junge Mutter noch. Der Papa wäre zwar nicht mehr so jung, sage ich jetzt mal. Ja, das hat auch eine junge Mutter, wenn du 20 bist und ein Kind kriegst. Ja, okay, aber man kann ja nur noch sagen, dass der Vater dann vielleicht, weil er ja nun älter ist wie ich, dann nicht so viel, sage ich jetzt mal, von seinem Kind hätte. Ja, aber so alt ist er nun auch noch nicht. Nee, das nicht. Also das zählt noch nicht so richtig, das Argument. Naja, okay. Ich nehme zurück. Stefanie, ich wünsche dir und euch wirklich eine kluge Entscheidung. Muss ich nochmal zum zweiten Mal heute sagen. Gerade hatten wir auch noch ein ernstes Problem. Ja. Ihr müsst es entscheiden und ich wünsche dir die richtige Entscheidung. Meine Meinung hast du gehört, die ist klar. Ja. Ja? Alles Gute. Okay, danke. Schönen Gruß an deinen Freund. Ja. Tschüss. Und Ilona, 54 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Ilona. Hallo. Du bist eine gestandene Frau von 54. Ja, genau. Jetzt gib doch mal bitte der Stefanie noch einen Tipp von gerade. Du hast es mitgehört, ne? Ja, aber nicht mehr so richtig, weil ich den jungen Mann in der Leitung hatte und wir uns noch unterhalten. Ach so. Da habe ich leider nicht... Nee, gut, dann können wir das nicht, dann müssen wir das nicht nochmal alles besprechen, wenn du es nicht alles mitbekommen hast. Nee, reden wir über dich und dein Thema, weswegen du angerufen hast. Ja, mein Thema ist, ich bin am Dienstagabend auf meiner Arbeitsstelle überfallen worden. Mhm. War ein bewaffneter Raubüberfall. Und hab da eigentlich noch ziemlich dran zu knacken. Mhm. Was ist das für eine Arbeitsstelle? Wo arbeitest du? Ich bin an einer Tankstelle tätig, ja. Die bis abends auf hat. Und bin wie viel dann auch bis zum Schluss immer da. Und um wie viel Uhr bist du? Halb 10. Ja. Warst du alleine in der Tankstelle? Ja. Was genau ist passiert? Ja, also eigentlich wie jeden Abend ziemlich ruhig gewesen. Und auf einmal kam jemand um die Ecke und hat sich ein Tuch über den Kopf gezogen. Mhm. Kam rein, hat sofort die Waffe gezogen und mich damit bedroht, eben Geld rauszugeben. Er wollte nur Geld, ich sollte ganz ruhig bleiben. Mhm. Und das habe ich auch getan. Also du hast nicht irgendwie versucht, da Tricksereien oder so? Nein, gar nicht. Gibt es an eurer Theke oder unten drunter irgendwo so einen Alarmknopf? Ja. Hast du den betätigt? Ja, den habe ich in dem Moment sofort betätigt, als er reinkam, weil ich durch die Scheibe sehen konnte, dass er sich von draußen dieses Tuch über den Kopf ziehen konnte. Und habe dann auch, wie gesagt, den Alarm ausgelöst. Mhm. Den man aber nicht in der Tankstelle hört. Nein, ne? Das ist ein stiller Alarm. Mhm. Der bei der Polizei irgendwo ein Signal gibt. Ja. So, jetzt hast du ihm Geld gegeben. Wie viel Geld hast du ihm gegeben? Alles das, was ich in der Kasse hatte. Wie viel waren das? Es waren weit über 1000 Euro. Mhm. Also nicht mehr so viel, weil wir das auch immer zwischenzeitlich abschmeißen müssen. Er stand klassisch mit Maske und mit Pistole. Genau, und hielt die Pistole auf dich. Mhm. Ja. Wobei man ja dann absolute Todesangst wahrscheinlich hat, ne? Ja, in dem Moment. Richtig. Mhm. Ganz genau. Mhm. Und muss noch vielleicht dazu sagen, ich habe also immer meinen Hund mit. Und als ich dann den Kasseninhalt alles hochpacken musste, hat mein Hund angeschlagen und dann hat er die Waffe auf den Hund gerichtet und wollte den auch noch erschießen. Mhm. Und da habe ich natürlich dann Panik gekriegt. Ja. Vorher noch gar nicht. Hat er denn einen Schuss abgegeben auf den Hund? Nein. Nein. Aber du hast gesehen durch seine Gestik, dass er schießen wollte. Ganz genau. Was hast du gesagt? Hast du irgendwie geschrien oder hast du gesagt, nein? Ich habe an mich überhaupt nicht mehr gedacht, sondern habe nur noch meinen Hund zurückgerufen.
der natürlich noch bellte, und der ist dann geflüchtet, also bis zur Tür gelaufen und hat dann nur noch gesagt, bleib da stehen und dann ist er raus. Der Hund? Nein, der Täter. Der Täter. Mhm. Hat der Täter denn versucht, der Hund versucht, an den Täter ranzukommen? Ihn ja, irgendwie genau. Aber du hast den Hund zurückgepfiffen quasi? Ja, genau. Mhm. Ja, und dann ist er raus und ich habe noch einen kurzen Moment gewartet, ich denke, weil das nicht einsichtbar ist, wo er hingelaufen ist. Und bin dann noch raus und habe nur noch also die Schlusslichter von dem Auto gesehen. Also nur noch die Farbe des Fahrzeugs erkennen können und dass halt eben zwei Leute drin waren. Und so habe ich das auch der Polizei gesagt. Aber wie mutig von dir, dann auch noch wieder rauszulaufen und zu gucken, dass du dich nicht einfach versteckt hast oder da wie angewurzelt, gelähmt stehen geblieben bist. Nein, das kam dann erst, als ich wieder reingegangen bin. Da kriegte ich dann das Zittern und das Flattern. Wie lange hat es gedauert, bis die Polizei dann kam? Circa eine Viertelstunde. Auch lange, ne? Ja. Mhm. Ich musste die dann auch selber nochmal anrufen. Mhm. Die sind also nicht nur aufgrund des Knopfdruckes gekommen, sondern ich musste die nochmal anrufen. Ich hatte dann noch ein Ehepaar, was reinkam und die mir noch geholfen haben, die Polizei anzurufen. Mhm. Achso, da war dann Kundschaft, die kam dann zwischendurch. Mhm. Und dann ging nichts mehr. Wieso, kurze Zusatzfrage zur Polizeigeschichte da, wieso haben die das nicht gemerkt? War der Notruf nicht, hat das nicht funktioniert, oder? Der ist eingegangen, aber die waren halt eben nicht so schnell. Mhm. Aber als ich dann angerufen hatte, waren sie innerhalb von 5 Minuten da. So, aber und da hattest du den Schock, als sie denn da waren? Ja, ganz genau, da ging nichts mehr. Mhm. Wie hast du den restlichen Abend dann verbracht? Bis 2:30 nachts auf der Polizeiwache. Mhm. Ich musste da also auch Zeugenaussage machen. Mhm. Bin dann nach Hause und habe natürlich die ganze Nacht nicht schlafen können. Verständlicherweise, also ja. Bis heute eigentlich. Ja, das Ganze. Also bin ich jede Nacht hier bis 3-4 Uhr rum und kriege kein Auge zu. Das war Dienstagnacht, ne? Hast du gesagt. Hast du denn danach direkt wieder gearbeitet am nächsten Tag? Sofort. Ja. Das ist, glaube ich, auch richtig so. Und sonst hat man zu viel Angst vor der Situation und vor der Arbeitsstelle. Das habe ich mir auch gedacht. Mhm. Ich hätte das zwar frei machen können von meinem Chef aus, aber ich wollte auch. Mhm. Aber wie gesagt, jeden Abend jetzt so, wenn es so auf 9 Uhr zugeht oder nach 9, werde ich halt doch noch immer wieder unruhig. Mhm. Also es kommt dann immer noch so. Also man guckt dann 10-mal zur Tür. Wer kommt jetzt rein und was ist da los? Ja. Aber dann ganz richtig schlimm ist es erst, wenn du nachts nach Hause kommst und alleine bist. Genau. Du lebst auch alleine. Nein, ich lebe mit meinem Mann. Ach, mit dem Mann. Mhm. Ja. Aber dennoch hast du es natürlich im Kopf und die Gedanken gehen hin und her. So ist und, es. Und alles bricht wieder hoch, ne, was passiert ist. Mhm. Ja. Und jedes Mal auch, wenn ich eingenickt bin, sagen wir mal, und ich wache wieder auf, es ist immer sofort der Gedanke da wieder. Mhm. Also es läuft wie ein Film ab. Mhm. Ich glaube, das Schlimmste bei solchen Gewaltaktionen ist, dass man in der Tat, in der Sekunde, oder in den Sekunden um sein Leben bangt, ne? Ich habe nur die Pistole vor Augen gehabt. Eben, das ist es ja. Mhm. Ja. Mhm. Sonst habe ich an gar nichts gedacht. Ich habe nur und habe auch nichts gemacht. Nur das, was er gesagt hat und kein Kommentar, gar nichts gegeben. Mhm. Ich stand da wie angewurzelt. Warst du denn durch deinen Chef oder durch Kollegen auf solche Situationen vorbereitet? Hat man mal darüber gesprochen? Ja. Ja, das hat man. Ja, doch, das haben wir. Und was war so die Anweisung, wie du dich verhalten sollst? Ja, alles geben, was er haben möchte. Mhm. Also mich da nicht irgendwie wehren oder da Initiative ergreifen, sondern das, was gefordert wird, sollte ich auch tun. Dafür sind die versichert und da brauche ich auch keine Angst haben. Ja. Also so haben wir da immer drüber gesprochen. Ja. Aber ich finde es auf jeden Fall auch sehr gut und sehr klug und letztendlich auch so mutig dir selbst gegenüber, dass du wieder direkt in die Tankstelle gegangen bist am nächsten Tag. Ja. Wahrscheinlich völlig fertig, ne, weil du kaum geschlafen hast, aber dich gleich der Situation wieder ausgesetzt hast. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass das nochmal da passiert, ist relativ gering. Oder, ja, wollen wir nicht hoffen. Nein, natürlich nicht. Aber ich finde, dass du, um dieses Trauma loszuwerden, schon so ein paar psychologische Fachratschläge brauchtest, finde ich. Und da möchte ich dich gerne an meinen Psychologen noch weiterverweisen. Ja, das wäre nett. Denn ich glaube, dass man da alleine gar nicht gut mit zurande kommt mit sowas. Das wäre sehr nett. Ja, leg du mal auf, Johannes ruft dich gleich an. Okay, danke schön. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche von uns hier, von Domian. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und fürs Mitmachen. Und bedanke mich bei meinem Team, bei meinen Leuten im Hintergrund, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Markus Liebetanz, Nikolaus Schelzig, Stefan Gehrig, Thorsten Pallut und Peter Ofsianowski. Und ich möchte euch noch
meine Themen nennen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Mein größter Irrtum. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Ein Mensch hat Angst vor mir. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein sehr schönes und erholsames, geruhsames Wochenende. Und ich hoffe, dass wir uns in alter Frische und gesund, soweit es möglich ist, wiedersehen und wiederhören können. In der Nacht von Montag auf Dienstag, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, dann wieder mit einer freien Themennacht, mit einer offenen Telefon-Talkshow, so wie heute. Alles Gute, bis nächste Woche. Tschüss.